Don't let your colors go bananas. Sieht deine Banane auf dem Monitor wirklich so aus wie in echt? Und passt die Farbdarstellung von deinem Notebook, Ausdruck und Smartphone zusammen? Oder schwankt es doch eher zwischen grün bis matschbraun? In diesem Video zeige ich dir, wie der neue Data Color Spider Pro dafür sorgt, dass du von deinem Office-Monitor bis hin zum MacBook Pro mit hochaufgelöstem Retina-Display die besten Farben rausholst, damit deine Banane überall lecker aussieht. Los geht's! Du kennst das Problem, auf dem Bildschirm, da sehen die Farben gut aus, aber gedruckt oder auf einem zweiten Display oder auf dem Smartphone ist das Ergebnis ganz anders. Und wer hat nun recht? Stichwort Bananen. Statt Rätselraten hilft hier eine Farbkalibrierung, denn dann bist du auf der sicheren Seite. Übrigens funktioniert das sowohl mit deinem Office-Display als auch bei neuen Display-Technologien wie OLED, Mini-LED und natürlich auch beim hochaufgelösten Display von einem MacBook Pro. Stichwort XDR oder Liquid Retina. Dafür brauchst du allerdings ein spezielles Gerät und deshalb haben wir den ganz neuen Data Color Spider Pro getestet. Was ist eigentlich eine Monitorkalibrierung? Der Spider Pro, der vergleicht bei der Kalibrierung die Farben auf deinem Bildschirm mit definierten Farbreferenzwerten. Diese Messwerte und deren Abweichungen werden in ein sogenanntes ICC-Profil geschrieben. Dieses Korrekturprofil, das steuert nun die Grafikkarte so an, dass die Farben des Monitors den Farben entsprechen, die auch in der Bild- oder in der Videodatei abgespeichert sind. Sprich, dass die Banane überall gleich ausschaut. Für die Praxis bedeutet das, dass du eine genaue Bildbeurteilung machen kannst und dein Video- oder Bildmaterial am Display oder gedruckt eben wie gesehen ausschaut. Und gerade beim Druck, sei es ein Fotobuch oder ein Großformatprint, spart das unter Umständen ganz schön viel Geld und vor allem auch Enttäuschung. Die Installation des Spider Pro, die ist einfach und super schnell erledigt. Bevor du jedoch mit der Kalibrierung beginnst, solltest du dein Display vorbereiten. Die Software, die erklärt es leider nicht im Detail. Bei einem Apple-Display solltest du unbedingt die automatische Helligkeitssteuerung und True Tone in den Systemeinstellungen deaktivieren, da diese die Kalibrierung sonst ganz schön stören und ziemlich verfälschen. Falls du einen anderen Monitor hast, solltest du im Bildschirmmenü nachschauen, ob da ähnliche Funktionen wie automatische Helligkeit oder Kontrastregelungen vorhanden sind. Diese müssen auch dort ausgeschaltet werden, sonst wird es mit der Kalibrierung echt ungemütlich und auch hier das Ergebnis verfälscht. Der Kalibrierungsvorgang selbst, der ist unkompliziert. Am Sensor, da kannst du auch gar nichts einstellen und somit auch gar nichts falsch machen. Praktisch, dass die Hülle direkt als Gegengewicht dient, das könnte aber für unseren Geschmack ein bisschen schwerer sein. Die Software führt dich durch den Kalibrierungsprozess und bietet dir Standardwerte, die allerdings für den Druck erstmal optimiert sind, mit einer empfohlenen Helligkeit von 120 Candela. Das mag dir im ersten Moment etwas dunkel erscheinen, aber es entspricht tatsächlich der Helligkeit, mit der man auf dem Display einen Ausdruck am besten simuliert und damit dem gedruckten Bild am nächsten kommt. Wenn du vorwiegend digital arbeitest, dann kannst du die Helligkeit auch höher einstellen. Einsteiger sollten erstmal die Standardeinstellungen lassen, wie sie sind. Und Profis können dann wirklich aber jedes Detail noch anpassen. Du siehst, hier gibt es jede Menge Einstellmöglichkeiten und tatsächlich ist es notwendig, je nach Ausgabemedium das Display neu zu kalibrieren. Beispielsweise mit anderer Helligkeit, anderer Kelvinzahl oder einem anderen Gamma-Wert. Sprich, einmal kalibrieren und dann vergessen, ist in der Regel keine gute Idee. Zudem ist es sinnvoll, ab und zu auch den integrierten Kalibrierungscheck zu machen. Zu schnell ist man mal am Helligkeitsregler vom Notebook rangekommen oder hat sonst was verstellt. Und der Check sagt eben direkt, ob noch alles prima ist. Während der Kalibrierung misst der Spider Pro die Umgebungshelligkeit und dann ca. 90 verschiedene Farbwerte auf deinem Monitor. Und am Ende des Prozesses kannst du direkt vergleichen, wie sich die Darstellung vor und nach der Kalibrierung verändert hat. Sprich, es kann sein, dass eine vermeintlich grüne Banane plötzlich wirklich gelb erscheint. In unserem Test mit einem aktuellen MacBook Pro war die Verbesserung nach der Kalibrierung wirklich deutlich zu sehen. Auf einem professionellen Display, wie unserem farbverbindlichen, hardwarekalibrierten ISO, da waren die Unterschiede hingegen minimal. Den hatten wir im Vorfeld mit der ISO-Software intern Hardware kalibriert, sodass er die gleichen Werte wie mit dem Data Color Spider Pro hatte. Und das spricht sowohl für die Qualität des Monitors als auch für die präzise Messung des Spider Pro. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Spider Pro gerade bei Standard-Displays absolut sinnvolle Anpassungen vornimmt und die Farbdarstellung, eben je nach Modell, wirklich deutlich optimiert. Und jetzt die Frage, wo sind eigentlich die Grenzen?
Mit einer Farbkalibrierung kannst du jedes Display in die richtige Richtung schubsen und gerade beim günstigen Office-Monitor gibt es dann wirklich Aha-Erlebnisse. Aber klar, sind gegebenenfalls durch die Einstellungsmöglichkeiten am Monitor selbst und dessen Farbraum und den Blickwinkel einfach Grenzen gesetzt. Je teurer der Bildschirm und je größer dessen Möglichkeiten zur Farbdarstellung, desto nuancierter wird der Vorher-Nachher-Vergleich ausfallen. Beim MacBook Pro war eben das kalibrierte Ergebnis aber noch immer deutlich besser als die Originaleinstellung. Und gerade wenn du Sachen gerne druckst, sei es Fotobuch oder Großformat, dann kann das eben zu einer erheblichen Steigerung deiner Qualität führen. Mein Fazit: Wenn du sicherstellen möchtest, dass die Farben auf deinem Monitor korrekt wiedergegeben werden und die Banane auch wirklich auf jedem deiner Displays so gelb ist wie in Wirklichkeit, dann ist der DataColor Spider Pro eine super Lösung, sowohl für Einsteiger als auch für professionelle Anwender. Die Software, die ist gut verständlich. Sobald du allerdings die Standardeinstellungen verlässt und selbst Anpassungen vornimmst, dann solltest du dich wirklich gut auskennen. Schade, dass Spider Pro nicht deutlich darauf hinweist, was man am Monitor selbst alles so einstellen und deaktivieren sollte, damit man wirklich gute Ergebnisse erzielt. Die Ergebnisse in unserem Test, die konnten überzeugen. Der Spider Pro brachte sowohl bei unserem MacBook als auch bei einem normalen LCD-Bildschirm eine deutliche Verbesserung der Farbdarstellung. Der Spider Pro kostet rund 289 Euro und bietet im Vergleich zur rund 100 Euro günstigeren Basisversion die Möglichkeit, Displays mit einer hohen Helligkeit von bis zu 2000 Candela zu kalibrieren, mehrere Displays aneinander anzugleichen und weitere Funktionen, die aber eher für den Profi-Einsatz relevant sind. Sprich, für dich als ambitionierter Fotograf reicht auch die Standardversion für 189 Euro völlig aus. Und im Test hat sich der neue DataColor Spider Pro ein sehr gut auf jeden Fall verdient. Dir hat das Video gefallen und du kannst nicht genug von unseren Bananenvergleichen bekommen? Prima, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis bald!